So, hallo YouTube. Das gibt eine Videoantwort für den Kanal The New Edge Outlaws zu seinen 100 plus Abonnenten Giveaway. Ja, Glückwunsch dazu. Mittlerweile sind es aber schon über 140 Abonnenten. Es geht also steil bergauf. Ja, wir haben als Aufgabe für das Giveaway ein paar Fragen zu beantworten. Und die erste ist, welche Verriegelung beim Klappmesser vertraut ihr am meisten? Ja, ich habe mir schon einige Videos angeschaut und die Leute sind sich einig, was am meisten auftaucht, ist zum Beispiel von Cold Steel der Triad Lock. Der ist mit Sicherheit sehr stabil, das beweisen auch viele Videos. Hatte ich auch schon, habe ich aber jetzt gerade nicht mehr da, so ein Messer. Und was man auch oft hört, ist eben der Axis Lock von Benchmade. Der wird auch oft genannt und wahrscheinlich ist der auch sehr stabil und sicher. Man hört da eigentlich wenig, dass da mal eine Klinge einklappt. Im Gegensatz zu manchen Backlock oder Liner Lock, da hört man das ja ab und zu mal. Ja, aber da das schon so oft genannt wurde, möchte ich einfach mal was anderes zeigen. Und zwar hier von Lion Steel. Normaler Frame Lock in Verbindung mit diesem Rotor Block System, wo dann der Frame Lock hier blockiert wird. Ja. Hier bei dem DBX-Folder ist es das gleiche, der wird ja auch bei Lion Steel hergestellt. Einmal drehen und da ist das Ding fest. Und dem vertraue ich also auch sehr. Gut. Das zum Thema Verriegelung von Klappmessern. Kommen wir zum nächsten. Der Favorit bei den Öffnungshilfen, bei Einhandmessern. Ja, viel Spaß macht natürlich Flipper. Das ist unbestritten. Allerdings ist es bei mir immer noch so, noch aus den alten Spyderco-Zeiten, die bei mir ja sehr stark abgenommen haben, aber ich habe natürlich noch einige, ist immer noch hier dieses Round Hole von Spyderco, wo die ja praktisch das Patent drauf haben, aber nicht umsonst machen es auch andere Hersteller. Hier diese beiden Customs zum Beispiel von Poltergeist und von Anto. Da ist auch das runde Loch als Öffnungshilfe. Und man sieht es auch bei Benchmade und bei einigen anderen Herstellern, die das praktisch auch benutzen. Und ja, hat schon einige Vorteile. Von der Optik her ist es manchmal ein bisschen umstritten, aber es läuft halt wirklich sehr gut hier. Vor allem, wenn es noch eben rund ist. Es gibt ja auch so längliche und ovale und alles mögliche, aber hier, wenn es so rund ist, läuft es dann einfach sehr schön und es ist auch nichts im Weg, wenn man durch etwas durchschneidet, wie bei so einem Pin. Dann gibt es noch eine dritte Frage, die ist aber schwierig zu beantworten, wie ich finde. Und zwar, ob man irgendeine Stahlsorte in Erinnerung hat, mit der man sich mal geschnitten hat und da das besonders schmerzhaft war. Also ich, ehrlich gesagt, kann mir das nicht vorstellen, dass es eine Stahlsorte gibt, wo der Schnitt mehr schmerzt als bei anderen. Also wenn, dann ist es vielleicht so eine Schneidengeometrie oder vielleicht eine Schneidphase, die nicht ganz so glatt ist, sondern irgendwie ja, leicht franzig oder irgendwas. Also wenn man das auf die Stahlsorte bezieht, dann könnte ich mir das höchstens vorstellen, dass wenn man einen Kohlenstoffstahl hat und den vorher mit einem aggressiven Öl oder halt einfach mit Öl eingeölt hat und sich damit dann schneidet, dass vielleicht das Öl in der Wunde brennt. Ja, das werfe ich jetzt hier mal rein, dass das vielleicht sein kann. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass man da die Stahlsorte selber spürt. Ja, das war's auch schon. Den Kanal werde ich mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.